Oh ja, der Mond geht auf über dem Kristallsee. Und das heißt, Quappenangeln. Quappenangeln auf Köderfisch. Wir haben es jetzt fast 12 Uhr in der Nacht. Es wird so langsam dunkel am Kristallsee. Und wie und wo wir jetzt gleich Quappenangeln, zeige ich dir jetzt. Also, ich befinde mich hier gerade am Kristallsee und zwar auf der kleinen Landzunge, direkt hier in der Nähe von der City, von dem kleinen Dorf. Und hier auf der Landzunge geht es jetzt erstmal an die Spitze. Und an der Spitze werfe ich dann meine drei Grundruten aus. So, fangen wir an. In Richtung 10 Meter Loch. Heißt ruhig noch so ein bisschen mehr nach links hier. Man kann sich da so ein bisschen immer dran orientieren, wo man halt gerade hinschaut. Und natürlich auch von der Entfernung dran orientieren. Ein Kästchen sind hier 50 Meter. 50 mal 50. Das heißt, von hier aus, das sind 25. Na, sagen wir mal so, vielleicht so um die 40 Meter weit sollte man rauswerfen. Das einfach mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich werfe hier volles Met aus. Zack. Und hab hier als Köder und als Montage eine ziemlich dicke Hauptschnur, eine Mono, dann 17 Vierer Fluorocarbon-Vorfach, ein Viererhaken groß und einen vergammelten Barsch. Und den vergammelten Barsch kann man eh für nichts Besseres nutzen als für die Quappen. So. Raus damit. Wenn die Barsche mal ein bisschen schwerer werden, in Richtung 150 Gramm, muss man natürlich gucken, dass man sein Grundblei ein wenig anpasst, dass hier an der Seite die Gewichtswarnmeldung nicht im roten Bereich ist, sonst hat man einen sehr hohen Verschleiß. So, raus damit. Und dann kann es ab jetzt ein bisschen dauern. Denn in den letzten Nächten haben die Quappen am ehesten, na, ich sag mal so zwischen vielleicht 3 Uhr, 4 Uhr gebissen. Also wenn ihr gerade noch unterwegs seid auf dem See, seid vielleicht mit dem Boot unterwegs, gerade noch beim Schleppen, seht, oh mein Gott, es wird langsam dunkel. Kein Stress, man hat genug Zeit, alles umzurüsten. Die Quappen beißen eh häufig in den Morgenstunden. Und da geht tatsächlich eine dran. Da ist doch schon einer dran. An der feinsten Montage, ja tatsächlich. An der feinsten Montage. Und das sogar schon um 2 Uhr in der Nacht. Die erste Quappe, sehr gut. Aber die ist noch nicht so richtig groß. Ja, 3,8 Kilo. Riesenmaul. Nicht schlecht, nicht schlecht. Eingesackt. Kurz den Köder kontrollieren. 104 Gramm. Na, da gammeln doch auch noch bestimmt ein paar andere. Machen wir mal ein bisschen schwerer. 140 Gramm. Und da geht schon die nächste. Ja, sehr gut. Gute Nacht. Ja, aber auch nicht so wirklich schwer. Wenn es wirklich kühle Nächte sind, hatte ich das Gefühl, dass die ein bisschen besser beißen und auch ein bisschen größer werden. Jetzt sind wir so im Bereich von knapp 7 Grad. Halt, nochmal eben kontrollieren. Auch wieder der kleinste Fisch. Machen wir mal lieber den größten. Und wieder in Richtung 10 Meter Loch. So. Zack.
Und raus damit. Na, da auf der 3. Jawohl, jetzt zieht er ab, tatsächlich. Und da zieht der nächste ab. Sehr gut. Ja, wie gesagt, so ab 3 Uhr in den Morgenstunden, da geht es dann langsam los. Und es zuppelt natürlich die ganze Nacht, weil man hat ja die Lebendköder dran. Kleine lebende Barsche. Ich muss das, glaube ich, nochmal testen, auch mit anderen Fischen. Aber bisher funktioniert der Barsch und da ich so viele davon rumliegen habe. Jawohl, nutzen wir doch erstmal den Barsch. Und wenn man dann tagsüber wieder hier seine Runden dreht, vielleicht mit dem kleinen Spinner beim Schleppfischen, hat man sowieso wieder ausreichend kleine Barsche als Beifang. Jawohl, eine fliegende Quappe bitte. 4,8. Und weg damit. Und da geht's nochmal weiter. Hey. Die letzte Nacht, die ich probiert habe, die war im 15 Meter Loch. Und zwar vom Ufer da hinten aus, von der Sandbank da. Von der Küste. Das war zwar zum Anlanden der Quappen praktischer, aber die waren da nicht so wirklich groß. Also anscheinend geht momentan das 10 Meter Loch deutlich besser. So. Will ich mal was anderes dranhängen? Ach komm, weg mit den Barschen. Weg mit den Barschen. Raus damit. So. Ja, 5-maßige Quappen bisher, das passt doch schon. Gibt ja auch regelmäßig die Aufgaben im Café. Und daher ist das doch schon nicht so verkehrt. Jetzt bin ich aber gierig geworden. Okay. Die hole ich mir. Oh, die Trophy-Quappe wäre natürlich gut. Okay, also hier muss ich auf jeden Fall nochmal eine Nacht dranhängen. Und ja, ich werde an der gleichen Stelle einfach nochmal weiter angeln. Und probier du es doch auch einfach mal aus. Ob das nicht was ist für dich. Einfach schön auf Grund. Entweder natürlich hier mit der Köderfischmontage und den vergammelten Barschen. Oder mit Tauwurm oder mit Fischfetzen. Schön hier ins 10 Meter Loch reinballern. Wenn dir das Video geholfen hat, lass doch einen Daumen da. Und im Idealfall auch noch ein Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf Firearm TV auf Twitch. Nahezu täglich, 20.15 Uhr geht's los. Oder wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.